Hallo und herzlich willkommen in der Küche. Kleines Video für zwischendurch, deswegen in der Küche. Folgendes. Es gab eine kleine Diskussion, nachdem jemand um Tipps gebeten hatte, wie man denn am besten Tierchen beobachtet, auch zum Zwecke zum Fotografieren und so Wildtierfotografie, ne? Viecher für Wildtierfotografie treffen. Ne? So. Und die Diskussion, die dann entstand, war, darf man das überhaupt? Muss man da nicht vorsichtig sein, weil ein aktives Nachstellen von Wild ja quasi A als Wilderei und B sowieso verboten anzusehen ist. So, folgendes. Die rechtliche Situation hat quasi zwei Komponenten. Erstens gibt es § 19a Bundesjagdgesetz und der besagt, dass man Wildtiere nicht aktiv an ihren Rückzugsruheorten und Ähnlichem aufsuchen darf, ne? Also stören darf. Störung kann auch sein, also erstens mal natürlich aufsuchen, hinlatschen, aber Störung kann auch sein, entsprechend was reinschmeißen ins Dickicht, mit der Drohne drüber fliegen, mit der Drohne reinfliegen, den Hund reinjagen, mit Pfeil und Bogen oder einer Armbrust oder sonst was reinschießen. Inwiefern Fotografie von außerhalb des Rückzugsorts in den Rückzugsort ein Problem darstellt, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil das kriegen die ja nicht mit, wenn sie fotografiert werden. Und wie inzwischen hoffentlich auch der letzte Indianerstamm in sonst wo rausgefunden hat, stiehlt es einem nicht die Seele, wenn man fotografiert wird. Gilt ja also als Gerücht, ne, dass die angeblich immer denken würden, es würde ihnen die Seele stehlen, wenn ein Foto von ihnen geschossen wird. Nicht, dass ich jetzt irgendwie mich über einen Indianerstamm in sonst wo lustig machen möchte, im Gegenteil, habe ich größten Respekt vor. So, trotzdem zurück zum Thema. Das eine ist halt eben dieser § 19a, das heißt, wenn man Wildtiere fotografieren gehen möchte oder beobachten möchte, dann darf man halt eben nicht sich diesen deren Rückzugsorten allzu sehr nähern. Genau genommen darf man sich ihnen gar nicht nähern. Wenn man also durch den Wald streift und keine Ahnung haben kann, dass gegebenenfalls jetzt hier in diesem unübersichtlichen Waldstück, bei dem man wirklich nicht weiß, was um die nächste Ecke kommt, eine Höhle von einem Fuchs meinetwegen ist, dann ist man natürlich jetzt nicht, irgendwie macht man sich nicht strafbar, wenn man da jetzt hinläuft und dann ist da eine Höhle vom Fuchs, was man unmöglich wissen konnte. Ne? Also auf so einem Wege ist das Annähern an irgendwelche Rückzugsorte von Wild schon, naja, zumindest nicht strafbar. Ne? Wenn man es vermeiden kann, sollte man es meiner Meinung nach auch schon vermeiden. Und das ist halt eben wichtig für Wildtierfotografen, weil es bietet sich natürlich an, es erhöht die Chance, dass man ein schönes Foto von einem Wildtier machen kann, wenn man sich meinetwegen vor einem Fuchsbau auf die Lauer legt. Und da halt irgendwie es schafft, sich so sehr auf die Lauer zu legen, dass die Füchse nicht bemerken, dass man da ist. Da hat man da schon diverse Möglichkeiten. Ähnliches gilt für, wenn man rausgefunden hat, wo das Rehkitz liegt. Die liegen ja in den ersten Tagen nur in der Gegend und bewegen sich nicht groß. Dass man dann halt eben in der Nähe des Rückzugsorts vom Rehkitz Position bezieht, in irgendeinem so kleinen Tarnzeltchen und so ein riesengroßes, so ein Objektiv aus seinem Tarnzeltchen halt eben rausschiebt und dann schöne Fotos vom Rehmama und Rehkitz machen zu können, wenn die sich gerade mal treffen, zwecks Nahrungsaufnahme des Nachwuchs. Ne? Eigentlich ist das laut § 19a nicht zulässig, weil man sich ja aktiv dem entsprechenden Rückzugsort von Wildtieren dann da nähert. Das darf man nicht, wenn man keinen guten Grund dafür hat. Das ist auch nochmal was anderes. Man kann das, es kann auch sein, dass man eben einen guten Grund hat und dann ist es auch wieder zulässig. Und so einen guten Grund, naja, das müsste man quasi eigentlich beantragen bei uns im schönen Deutschland. Das heißt, man müsste zur Jagdbehörde gehen und sagen, hier, ich würde gern Wildtiere fotografieren und dafür möchte ich mich Wildschweinpopulation XY nähern oder Fuchshöhle so und so beobachten und so weiter und so weiter. Und wenn dann die entsprechende Behörde der Meinung ist, okay, du machst so tolle Fotos, dass das für die dass das gerechtfertigt ist, und dass es irgendwie was bringt für Bildung, weil man ja wissen möchte, wie die entsprechenden Tiere aussehen und wie die aufwachsen. Und auch für Wissenschaft, weil man ja auch entsprechend wissen will, wie die Tiere leben. Und da sind Fotos auch entsprechend hilfreich oder sogar Filmaufnahmen. Heutzutage ist das ja alles beides mit einem ähnlichen Aufwand möglich. Und ja, ne, das könnte sein. Aber wenn man so eine Genehmigung entsprechend nicht hat, streng genommen, darf man sich dann eben nicht den Rückzugsorten von Wildtieren nähern. So,
Das andere Ding ist die andere rechtliche Komponente, weshalb das schwierig sein könnte mit Wildtiere fotografieren, ist dann, wenn man den halt nachstellt. Weil das Nachstellen, auch das Nachstellen im Sinne von sie nur verfolgen und so weiter und so fort, ist eigentlich schon Straftatbestandteil der Wilderei. So. Dass man da wirklich für belangt wird, halte ich allerdings für extrem unwahrscheinlich, weil es müsste ja jemand da sein, der einen dabei ertappt. Sonst kriegt das nämlich kein Mensch mit, sind wir mal ehrlich. Und wenn man jetzt mit einer riesigen, kiloschweren Kameraausrüstung entsprechend den Wildschwein hinterher schleicht, angenommen, ob das so eine gute Idee ist, ist nochmal eine andere Frage, aber angenommen, das tut man, hat aber nachweislich, wenn man dann angetroffen wird von jemandem, der einen dann da kontrolliert und gegebenenfalls jetzt rumpöbelt und meint, er würde Anzeige erstatten und so weiter, dann müsste der schon irgendwie nachweisen können, damit es da wirklich zu einer Verurteilung kommt, kann ich mir anders nicht vorstellen, dass man irgendwas dabei hatte, mit dem man den Wildtieren in irgendeiner Form hätte Schaden zufügen können. Und ein Schweizer Taschenmesser reicht da, glaube ich, nicht. Also auch juristisch entsprechend nicht. Wenn man hingegen mit Bogen oder Armbrust sich aktiv an Wildtiere anschleicht, dann ist der Fall klar, dann ist man ein Wilderer. Und dann kann man, egal was für einen Schwachsinn erzählen, dann ist man ein Wilderer. Punkt. Ob man jetzt nun schießt oder nicht, oder ob man das zu Trainingszwecken für die Survival-Apokalypse macht, ist auch scheißegal, da ist man trotzdem ein Wilderer. Survival-Apokalypse gilt juristisch nicht als Grund, um irgendwas zu tun. nur juristisch natürlich. Mhm. So, heißt, wie soll man denn dann bitteschön an Wildtiere rankommen, die man fotografieren, filmen oder sonstiges kann? Also, meiner Erfahrung nach und aus rechtlicher Sicht ist die effizienteste und gleichzeitig legale und genehmigungsfreie Methode die, dass man sich an irgendeinem, ja, nicht allzu versteckten, ein bisschen exponierten Ort im Wald hinhockt, bei dem man sich nicht den Rückzugsräumen von Tieren nähert, sondern eher ihren Transiträumen. Soll heißen, wenn man irgendwo einen Wildwechsel im Wald findet. Also so ein ganz schmaler Pfad. An Stellen, wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass da regelmäßig Leute vorbeilaufen. Dann wird es im Regelfall ein Wildwechsel sein. Das ist meiner Meinung nach das einfachste Erkennungsmerkmal von einem Wildwechsel. Auch an Waldeingängen, also am Waldrand, findet man oft so kleine Tunnel in Anführungszeichen. Sieht wirklich aus wie so ein kleiner Tunnel in der Hecke, die in den Wald reinführen. Auch das sind im Regelfall Wildwechsel. Auch schön daran zu erkennen, dass es sich um einen Wildwechsel handelt, wenn dieser Tunnel halt bloß 50, 60, 70 Zentimeter hoch ist und da drüber hängt noch jede Menge Gebüsch und so weiter und man hat als Mensch seine liebe Mühe, da durchzukommen, sofern man nicht kriechen möchte. Ne? An sowas sich zu versteckeln und da auf die Lauer zu legen, unbewaffnet wohlgemerkt, und sich meinetwegen auch ein Tarnzelt fürs Fotografieren aufzustellen und so weiter und so fort, das ist alles rechtlich gesehen völlig unbedenklich. Ich kann auch aus meiner Erfahrung ergänzen, aber ich bin jetzt kein großer Tierfotograf, ne? Dass man dann Tierbegegnungen hat, wenn man lange genug im Wald hockt. Ne? Je länger du wirklich irgendwo an einer und derselben Stelle im Wald hockst und je länger die Tiere Zeit haben, davon auszugehen, der Typ hockt da bloß und tut nichts, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie halt irgendwann dann aufgeben, sich zu verstecken, weil sie Hunger kriegen und sich denken, meine Fresse, jetzt ist mir das auch egal, so nach dem Motto, und dann halt irgendwann rauskommen. Immer wenn ich mal für ein paar Stunden wirklich an einem und derselben Ort im Wald hocke, dann begegnet mir eigentlich früher oder später immer irgendein interessantes Tier. Und wenn es nur ein Eichhörnchen ist, aber die sind ja auch hübsch, oder mal der Baumarder, oder dann halt in Gottes Namen einfach nur ein Reh, das vorbeikommt, oder kommt wirklich mal das Schweinchen vorbei und all so ein Kram, alles schon häufiger vorgekommen. Man muss halt Zeit haben. Und das sagen auch die Tierfilmer und Tierfotografen, die das hauptberuflich machen und so richtig professionell. Hauptfaktor ist Zeit. Da kann es dann halt schon mal vorkommen, dass man mal 2-3 Tage in irgendeinem winzigen Zelt hockt und in einen Eimer, ne? Weil man halt 2-3 Tage wirklich da wartet, dass da irgendein unglaublich seltenes, wahnsinnig tolles Tier entsprechend vorbeikommt. Wenn man Pech hat, geht man nach 2-3 Tagen eben nach Hause und es ist nicht vorbeigekommen. Also Faktor Zeit, Faktor Geduld bei sowas unglaublich wichtig.
Ich persönlich sehe so, wenn ich jetzt sage, ich hocke 3 Stunden im Wald ungefähr, dann sehe ich mit einer Prozent, ja, mit 25% Wahrscheinlichkeit ein interessantes Tier. So, ja, so ungefähr. Und zwar so nah dann auch, weil sie sich dann gewöhnt haben, dass man wahr ist, dass man da ist, dass ich es mit entsprechendem dicken, fetten Teleobjektiv problemlos auch ganz gut fotografieren könnte. Dazu kommt natürlich noch, für Filmaufnahmen braucht man Licht. Ne? Also in der Dämmerung, wenn die ganzen Viecher dann alle rauskommen, wo die Chance auf Tierbegegnungen exponentiell ansteigt, da bringt es einem nicht mehr viel, weil da kannst du mit einem 400mm oder noch was weiß ich was für ein Tele quasi nicht mehr fotografieren. Oder das wird dann sauschwierig. Es sei denn, du hast ein Stativ, was gefühlt eine Tonne wiegt und die Kamera derart stabilisiert, dass das dann auch möglich ist. Aber da muss man schon richtig Profi sein, da braucht man richtig teures Equipment. Also wer mit einer kleinen Kamera, die jetzt nicht ein Vermögen gekostet hat, Tieraufnahmen machen möchte, dem bleibt wirklich eigentlich nur die Option mit dem Hinhocken, Warten, oft versuchen, irgendwann kommt mal was vorbei. Immer im Hinterkopf behalten, je mehr Zeit man draußen verbringt, desto höher ist die Chance, dass man mal dann eine schöne Tierbegegnung entsprechend machen kann. Mir zuletzt passiert mit meinem ollen Fasan, dass ich an dem Tag, wo der Fasan vorbeiläuft, das sind jetzt keine weltbewegend tollen Aufnahmen, aber für mich war es trotzdem ein tolles Erlebnis und dass ich mal ein paar halbwegs brauchbare Aufnahmen zumindest machen konnte, weil ich gerade an dem Tag zufällig ein Teleobjektiv dabei hatte. Normalerweise habe ich das gar nicht und gerade an dem Tag kommt der Fasan vorbei, stolziert und lässt sich formatfüllend ablichten. Wenn auch nicht ganz so toll, aber mir hat es gefallen und ich fand es toll. Ne? Vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, der regelmäßig in meine Videos reinguckt. Also nochmal rechtlich kurz zusammengefasst, der Vollständigkeit halber. Was darf man auf keinen Fall tun? Sich aktiv Bekannten bauen, Niederlassungen verstecken von Wildtieren nähern und zwar so nah, dass man dann schon, ne, also auf, weiß ich nicht, 50 Meter, 100 Meter, irgend sowas um den Dreh, kann man dann schon sagen, dass man wegbleiben muss und dann sich da auf die Lauer liegen. Was darf man überall sonst auf der Lauer liegen und warten, bis irgendwelche Viecher entsprechend vorbeikommen. Ne? So, das ist die Rechtslage und auf keinen Fall dabei in irgendeiner Form bewaffnet unterwegs sein. Also auch ein übergroßes illegales, ab 12 cm feststehendes Messer. Auch schon schwierig, ne? Weil A, ist es sowieso illegal. B, also Führungsverbot. B, musst du mal erklären, warum du das Ding brauchst. Da gibt es auch ganz wenig Argumente, die juristisch gesehen glaubwürdig sind, weshalb man unbedingt mit so einem Messer rumrennen muss. Und C, warum brauchst du, wenn du hier bist, zum Zwecke der Tierfotografie ein über 12 cm Messer? Erklär das mal. Ne? Also, wie gesagt, bloß keine Waffen dabei haben, immer schön friedlich. Tierfotografen sind per se eine Spezies von Mensch, die nicht besonders kritisch beäugt wird. Ne? Man kriegt nicht wahnsinnig auf den Deckel vom Jäger, weil man Tiere fotografieren möchte. Tiere beobachten ist ja auch die Hauptbeschäftigung vom Jäger. Der beobachtet viel mehr, als dass er schießt. Die meisten zumindest. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es da zu großen Konflikten kommt. Aber das ist die Rechtslage. Haben wir jetzt genügend durchgekaut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.